Herzlich willkommen zu den BIFF Talks des 35. Braunschweig International Film Festival. Mein Name ist Clara Hense und ich habe das große Privileg und Vergnügen, hier die BIFF Talks durchzuführen. Das sind Gespräche mit SchauspielerInnen, mit RegisseurInnen und weiteren Gästen unseres Festivals. Die BIFF Talks ist ein offenes Gesprächsangebot. Wir wollen die Menschen kennenlernen, die hinter den Filmen stehen und natürlich nochmal über die Filme reden, die wir hier auf diesem Festival zeigen. Heute bei mir sind Hanno Koffler und Mia Marienmeier. Hallo. 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 Den Film, den ihr mitgebracht habt, heißt Die Saat. Wie kommt es zu Die Saat und was seht ihr da? Willst du das erklären? Also in dem Film geht es vor allen Dingen um den Leistungsdruck innerhalb von Familien. Und Die Saat trägt halt den Namen Die Saat, weil es vor allen Dingen auch darum geht, was wir unseren Generationen mitgeben. Und im Zentrum steht eben besagter Leistungsdruck und der wird eben auch eben an unsere Kinder weitergegeben. Und ja, das gucken wir uns in Die Saat an und diskutieren wir. Und dazu verhandelt ihr das am Schicksal einer Familie, die ja eine von vielen sein könnte, eine Geschichte, wie sie auch vielen Menschen jetzt gerade auch während der Pandemie noch mal verschärft passiert. Wie habt ihr euch diesem ganzen Thema angenähert? Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Ja, es war ein langer Prozess, ne? Also das gemeinsame Drehbuch schreiben und insgesamt haben wir, glaube ich, fünf Jahre an dem Stoff gearbeitet. Und es gab natürlich viele Überarbeitungen und am Anfang hatten wir im Fokus ziemlich das Thema der Gewalt. Also wir dachten im Grunde genommen, wir machen ein Thema über Gewalt oder wie Gewalt Einzug erhält in eine funktionierende Familie. Und dann haben wir immer mehr bemerkt, dass es eigentlich um den Leistungsdruck geht und die Gewalt eigentlich die Folge dieses Drucks sein kann. Und so entblättert sich das halt immer mehr. Und bis man es irgendwann möglichst auf den Punkt bringt, was man erzählen will. Es ist auch einfach so, genau wie Hanno es auch sagte, also die Dinge, die uns umgeben haben, haben uns einfach auch maßgeblich beeinflusst. Also eigentlich, das fing erstmal so an mit so einem Thema und aus diesem Thema wurde dann eigentlich auch wirklich so ein eigenständiges, so ein Bild unserer Gesellschaft, weil es ist einfach, was uns umgibt, trägt einfach diese Überschrift Druck überall. Also die Familien, die uns umgeben, wir sind da auch total eingeschlossen, liegen ja in einem totalen Druck, immer zu leisten und immer bestimmten Ansprüchen, sowohl im beruflichen als auch im privaten, zu genügen. Und deswegen, glaube ich, ist der Film so über die 5 Jahre auch gewachsen. Er hat sich massiv verändert. Es fing irgendwie, glaube ich, sehr viel unschuldiger an und es wurde am Ende wirklich, ich hoffe, das würden andere auch so sagen, aber ein Abbild dessen, was uns umgibt und die jungen Familien, die da reingeflossen sind. Was ich sehr schön finde, bei Festivals haben wir das auch schon wieder gespiegelt bekommen. Super viele Menschen kommen auf uns zu und sagen, krass, das ist die Geschichte von meinem Vater. Also auch Leute, die deutlich älter sind oder Kinder, die sagen, ja, das ist unser Alltag. Und das berührt uns natürlich total, zu wissen, ja, das empfinden nicht nur wir so, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem. Und das ist ja das Anliegen eines Filmemachers, zu sagen, wir haben jetzt keine Lösung, leider. Vielleicht haben wir welche, aber die würden wir jetzt nicht präsentieren. Es soll ein Denkanstoß sein, einfach mal dahin zu gucken, sich etwas anzugucken, was wir vielleicht zu sehr Alltag geworden ist. Ich stelle mir es interessant vor, diesen Film zu pitchen. Und dafür, dein letzter Film war ja mit Crowdfunding finanziert. Du warst ja mit Treppe aufwärts schon da. Und jetzt ganz anderes Setting mit diesem Film, was ja nicht so klar ist von wegen, ja, wir wollen eine spannende Geschichte erzählen über eine Familie, die geht's total klasse. Sondern es geht tief hinein in viele deutsche Haushalte, universelle Problematiken und gleichzeitig vielleicht unspektakulär auf den ersten Blick. Wie habt ihr das gemacht? Wir hatten die fertige Drehbuchfassung. Also Gott sei Dank mussten wir jetzt nicht so einzeilermäßig so ein Projekt pitchen. Und ich glaube, egal welches Thema man anfasst, so ein Pitch ist, ich glaube, jeder Autor, jeder Regisseur und auch jeder Produzent kriegt das Grauen, ne? Yeah. Wenn man versucht, so eine Geschichte runterzukochen auf ein Plakat oder einen Satz oder so. Dem konnten wir so entkommen, weil wir einfach die erste Fassung des Drehbuchs auf dem Tisch hatten und die, glaube ich, zumindest klar gemacht hat, dass wir was zu erzählen haben. Und dann haben wir das Glück gehabt, dass wir einen Produzenten gefunden haben bei einer Produktionsfirma, die gesagt haben, hey, das finden wir total spannend. Wir finden euch auch spannend, wir finden mir als Regisseurin großartig und mit dem Produzenten und dem Drehbuch
waren wir dann beim SWR auch bei der großartigen Redakteurin Stefanie Groß. Und die hat gesagt, das machen wir. Wobei, Entschuldigung, Stefanie hat sogar vorher Bescheid gesagt. Stefanie, es lag zuerst beim SWR. Und die Redakteurin Stefanie Groß hat zuerst gesagt, das findet sie toll. Und sie fand auch unikat, dass es mal ein Film ist, der wirklich auch in der Arbeiterklasse spielt. Ja. Und sie hat gesagt, es ist so oft, dass man so Filme gerade von jungen Menschen bekommt oder Regisseure, die ihren ersten oder zweiten Kinofilm drehen. Es geht immer um Coming of Age oder immer solche Themen. Und sie fand das ganz toll, dass sich da eine junge Regisseurin auch in so eine männerdominierte Arbeiterwelt hervorwagt. Und diese Welt, diese maskuline Welt der Bauarbeiter, die war auch in der ersten Fassung schon da. Ja. Du hast es gerade gesagt, du die Regisseurin, du der Hauptdarsteller nach dieser intensiven Drehbucharbeit. Wie liefen denn da die Dreharbeiten ab? Das stelle ich mir sehr intensiv vor. Musste da noch viel nachgebessert werden? Gab es Streit? Gab es Auseinandersetzungen? Meinungsverschiedenheiten? Also das war, glaube ich, es war auf jeden Fall nicht reibungslos, kann man jetzt nicht sagen. Jeder, der das hört, der muss auf jeden Fall wissen, dass er sich da auf einen ziemlichen Ritt einlässt. Aber ich glaube, Hanno und ich haben eine Gemeinsamkeit. Wir nehmen diese Energien auch immer ein bisschen mit in unsere Arbeit und pulverisieren die in auch was Positives. Also habe ich zumindest das Gefühl, weil ich war ja nun auch noch ein bisschen länger mit dem Film zusammen, auch im Schnitt. Und ich finde, da ist schon vieles Gutes zusammengekommen. Und man kann, glaube ich, sagen, also was ganz positiv war, wir haben 1,5 Jahre davor so einen Schreibstopp zusammen gemacht, dann habe ich es übernommen. Dadurch konnte Hanno sich ein bisschen rauslösen und wirklich auf den Rainer konzentrieren. Und er hat mir dann Gott sei Dank auch vertraut, dass ich die Figur so weiterführe. Und auf der anderen Seite konnte ich ihm auch vertrauen, dass er wirklich nicht als der Autor drauf guckt, sondern als der Schauspieler. Und hat sich dann die Figur natürlich auch nochmal autonom gegriffen und zu seinem gemacht. Und am Set selber, würde ich sagen, hatten wir eigentlich ein lebendiges, aber ein gutes Miteinander, das immer sehr konstruktiv ist. Ich glaube, wir sind immer sehr bemüht. Wir würden nicht Dinge sagen, die egal sind. Also wir machen kein Fass auf, um nur ein Fass aufzumachen. Ich glaube, dieses Ego-Ding, da können wir noch besser werden, aber ich glaube, sind wir schon ziemlich viel besser geworden. Es geht nicht ums Ego, sondern es geht immer um die Sache. Und wenn wir mal hitzig kämpfen, dann heißt es auch, dass da steckt was dahinter, was irgendwie erforscht werden muss. Also man kämpft jetzt nicht, weil es einem wichtig ist, weil man das doch erfunden hat, sondern man kämpft darum, weil es dann für die Figur, für die Dramaturgie, für den Film irgendwie wichtig ist. Und das ist dann irgendwie auch richtig, finde ich, oder? Findest du dem beipflichten? Ja, absolut. Also ich glaube, was uns verbindet, ist, dass wir schon die Bereitschaft mitbringen bei so einem Projekt, dass wir also gnadenlos weitersuchen nach der Wahrheit und wir die Bereitschaft mitbringen, wenn es sich nicht richtig anfühlt, okay, dann müssen wir irgendwie weitermachen. Und ich glaube, wir wissen beide, dass das manchmal eben über so eine Komfortzone hinausgeht und gehen muss. Und das ist auch der Deal gewesen, so, dass man sich gegenseitig auch an die Grenzen und über die Grenzen hinaus fordern darf. So. Und nach 5 Jahren gemeinsam im selben Haushalt ein Drehbuch schreiben, kann auch nicht mehr so viel passieren. Da weiß man, okay, dass die Dreharbeiten, also was waren das jetzt, wie viele Drehtage hatten wir? 29, ja. Das ist überschaubar im Endeffekt. Ne? Wobei der Druck sich natürlich zuspitzt, weil es danach eben nicht so, wie du gesagt hast, wurde dann was verbessert oder so. Das ist in dem Low-Budget-Segment ist das nicht möglich. Der Film ist nicht für Millionen Publikum gemacht, das ist klar. Und da kannst du nicht einfach noch einen Drehtag aufmachen, weil die Szene nicht in den Kasten, also nicht gut war. Oder weil es dir den Tag zerregnet hat. Dann musst du mit dem umgehen, was du hast. Das erhöht den Druck, ist klar. Aber das, was es war, das muss es dann eben auch sein. Ich würde gerne ganz kurz auf die Rolle eingehen, die du da hast. Der Rainer, den du spielst, ist ja ein sehr geworfener Charakter zwischen vielen Kräften, die da an ihm zerren. Und gleichzeitig steht er ja für eine Diskussion, die die letzten 1 bis 2 Jahre sehr viral gegangen ist, nämlich toxische Männlichkeit und inwiefern muss ich Bilder erfüllen, die mir auch durch die Generationen davor an die Hand gegeben worden sind. Der Mann als Versorger, als Familienvater. Wie hast du dich dem angenähert oder wo hast du versucht, auch Klischees zu vermeiden? Ich habe gerade nachgedacht, wann ich den Begriff toxische Männlichkeit das letzte Mal so präsent gehört habe. Ich glaube, noch nie bisher im Zusammenhang mit Die Saat, oder?
Also es ist aber sehr, sehr treffend eigentlich, ne? Weil im Grunde genommen ist ja auch diese Welt der Baustelle ja so ein letztes Refugium dieser Männlichkeit, ne? Also auch gerade Bauleiter, das ist sehr dominiert von den Männern. Also wenn man jetzt weitergeht zu den Architekten, das ist natürlich dann schon wieder paritätischer aufgeteilt, so glaube ich, das ist da vielleicht eher im Gleichgewicht, aber da auf der Baustelle selbst ist es natürlich sehr männlich. Und es ist ein Film, wo es um viele Fragen geht, was die Männlichkeit betrifft und die Position innerhalb einer Familie, innerhalb einer Beziehung. Der Rainer ist ja eigentlich vom Herzen her ein totaler Familienmensch, aber irgendwie scheint er ja doch damit so einer sozialen Prägung zu kämpfen, dass er irgendwie sich mehr vornimmt, als er vielleicht vom Charakter, vom Wesen, vom Herzen, von seiner Feinheit vielleicht, von seiner inneren versteckten Zartheit oder so vielleicht gar nicht leisten kann. Und das sind total Themen, die wir wahnsinnig diskutiert haben und auch unser Anliegen ist, dass die Menschen berührt und sich auch Männer Gedanken darüber machen, ne? Weil man kann dann schnell sagen, ich komme zum Punkt, aber man kann dann schnell natürlich den abtun und sagen, was für ein Gutmensch oder was für ein Weichei oder so, warum stellt er sich so an? Aber ich finde es total spannend, die Frage zu sagen, warum geht dieser Mensch, der eigentlich die ganze Zeit versucht, das Richtige zu tun, was Gutes zu tun, nicht mit dem Ellbogen zu arbeiten, warum geht der daran eigentlich kaputt? Ne? Warum schließt sich das eventuell aus? Das ist vielleicht das patriarchale System. Ne? Also ihr betreibt da ja auch eine gewisse Systemkritik mit diesem Film, würde ich auf jeden Fall so behaupten wollen. Wie habt ihr diese wunderbare junge Schauspielerin gefunden, Dora Ziguri, die ja auch hier bei uns nominiert ist für den Braunschweiger Filmpreis? Und wie war die Arbeit mit ihr? Also Dora ist wirklich so ein bisschen durch, ich würde sagen, dass das war vorbestimmt, dass sie die Rolle spielt, weil es war wirklich abgefahren. Im Februar, glaube ich, im Februar, bevor wir haben ja im Sommer gedreht und im Februar habe ich damals schon bei meiner Agentur, die haben auch so einen Jugendzweig, habe ich mal so mit meiner Kamerafrau, oder damals mit meiner Kamerafrau, jetzt hatte ich dann einen Kameramann, das ist so eine andere Geschichte, aber habe ich so die Agenturseite durchgeblättert und dachte so, krass, das ist wie so eine Doreen. Ich würde die wahnsinnig gern zum Casting einladen. Und dann kam natürlich Corona und alles wurde sehr kompliziert, aber ich habe immer an ihr festgehalten, aber sie hatte keine Zeit. Und dann habe ich sie auch abgetan im Kopf und habe andere tolle Mädchen gesehen und war dann so drauf und dran, auch Entscheidungen zu fällen, aber so ganz 100% war es nicht. Und dann hat meine Freundin Katrin, die ist eigentlich Musikerin, kommt komplett woanders her, meinte so, ich habe da dieses magische Mädchen, mit dem mache ich Musik. Und die musst du unbedingt mal kennenlernen. Und ich dachte so, okay, wie heißt sie denn? Ja, Dora Ziguri. Und ich so, ist ja abgefahren, die wollte ich eigentlich casten, die hat keine Zeit. Und dann ist bei Dora irgendwas auch durch Corona, ich glaube, ihr Urlaub hat sich verschoben oder keine Ahnung. Auf einmal hatte sie doch Zeit, sie kam zum Casting. Und ich dachte direkt, wow, die ist total phänomenal. Aber an dem Tag hatten wir auch noch eine ganze Menge anderer Mädchen und da war eine starke Konkurrenz, erstaunlicherweise. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe mir aber die Casting-Tapes nochmal angeguckt und habe dann nochmal genauer hingeguckt, weil das ist ja auch in so einem Casting-Tag, du hast so viele Eindrücke und das Gefühl war richtig. Aber als ich zu Hause war, ich dachte, ich habe diesen Film für dieses Mädchen geschrieben. Ich dachte so, krass, das ist meine Doreen. Und da habe ich dann auch nicht von abgelassen und habe mich dafür eingesetzt, dass sie es dann auch wurde. Aber musste ich auch nicht viel Arbeit machen, weil alle Leute haben gesehen, wie phänomenal sie ist. Und dann ist sie auch Gott sei Dank die Doreen geworden. Und die Arbeit mit ihr war unheimlich toll. Dora ist ein wahnsinnig intelligenter, feinfühliger, sehr ihrem Alter vorausschauender Mensch. Und ich glaube, sie wird eine wahnsinnig große Karriere machen, wenn sie sich entscheidet, Schauspielerin zu bleiben. Das weiß man ja auch immer in dem Alter nicht. Ich glaube fest an sie und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, denn eigentlich jeder, der diesen Film sieht, wird umgehauen sein von ihr. Würde ich auch so sagen. Würdest du es auch sagen? Als deine Filmtochter. Also mich hat sie auf jeden Fall auch als Kollegen total begeistert und umgehauen auch. Also wenn da ein junger Mensch ans Set kommt und man als Schauspieler, der schon das ein paar Jahre macht, muss man ja auch immer aufpassen, dass man nicht so in so Trickkisten greift. Dass man muss sich immer so ein bisschen wieder zwingen, frisch zu bleiben auch und nicht etwas zu machen, was man vielleicht irgendwie schon gemacht hat. Ne? Das ist ja wie so Muster, die dann kommen. Und das ist dann schon beeindruckend, so einen jungen, puren
Kollegen, Kolleginnen da vor sich zu haben. Und Dora ist schon Ausnahmetalent, muss ich auch sagen. Das freut uns total zu hören. Wir sind, Braunschweig ist sehr gespannt auf diese Junge. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass sie hier nominiert ist für den Nachwuchspreis. Ja. Das ist ganz toll. Das hat sie auch total, finde ich, total verdient. Und ich bin stolz wie Bolle und ist ganz toll. Ja. Also auch für den Film ist es toll. Und auch für die Mia als Regisseurin, das ist großartig. Ihr habt heute ein Q&A zu eurem Film. Und auf dem Festival zu sein, ist ja nochmal eine ganz besondere Atmosphäre. Worauf freut ihr euch da? Naja, für mich ist es immer sehr besonders, weil ich ja aus Braunschweig komme. Daher, also dieses Gefühl, meinen Film oder auch unseren Film in der Heimat zu zeigen, das ist eigentlich sowieso immer sehr unübertrefflich. Also es ist immer sehr besonders, weil ich meine, hier komme ich her und dann zeige ich was, was so aus tief aus meinem Herzen kommt. Das kann man gar nicht beschreiben. Es ist einfach wundervoll und natürlich freue ich mich auch auf Begegnungen mit Menschen, die ich kenne, die heute kommen. Und ja, so würde ich das mal schreiben. Und es ist schade, wir sind leider nur ganz kurz hier. Ich würde wahnsinnig gerne mehr Filme sehen. Mal gucken, ob wir das morgen noch schaffen. Weil es ist ein tolles Festival, wir würden das gerne mehr supporten, aber ja, mal gucken, was wir morgen schaffen. Es gibt ja noch das Online-Festival, wir sind ja dieses Jahr auch hybrid, das heißt, das könnte man auch noch mitnutzen. Okay, das ist super. Ihr seid ihr nach dem Festival dann nochmal online? Bis zum Sonntag noch. Bis das Sonntag. Ist so gut. Das ist aber bis dahin gibt es noch eine Menge zu entdecken. Ja. Es gibt um die 60 Filme online, kurze Filme auch, wo junge Filmschaffende dabei sind, toll, die aufstreben, auch aus der Region. Dein Film läuft ja auch in der Heimspielreihe, das ist hier die regionale Filmförderung. Ja. Und dann gibt es auch die 6 kurzen aus der Region, nicht zu vernachlässigen. Richtig. Genau. Deshalb, ich wünsche euch ganz viel Spaß hier in Braunschweig, in deiner Heimatstadt. Und dass es ein ganz tolles Q&A wird, auch mit Dora zusammen. Ja. Und vielen Dank, dass ihr hergekommen seid und diesen tollen Film mit uns teilt. Danke vielen für die Dank Einladung. Für das Gespräch. Dankeschön. Danke fürs Gespräch.